Das letzte Paraiba-Video meinerseits hat ordentlich Wind aufgewirbelt. Heiße Diskussionen, Uneinigkeit und eine sehr gespaltene Zuschauerschaft. Ich werde in diesem Video noch einmal genauer auf meine Beweggründe eingehen, seid also gespannt und bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, habe ich vor etwas mehr als einer Woche, was ist glaube ich her, über Paraiba ein Video gemacht, weshalb ich stark davon ausgehe, dass das ein Schneeballsystem ist oder im besten Fall untergehen wird, auch wenn es kein Schneeballsystem ist. In den Kommentaren ist es ziemlich heiß hergegangen, ich wurde stark kritisiert und sogar attackiert, zum Teil mit nicht angenehmen Benehmregeln, was natürlich dann auch zum Sperren einiger Nutzer geführt hat, weil ich grundsätzlich natürlich kritische Kommentare belasse. Allerdings sollte man sich schon an gewisse Verhaltensregeln halten, dass man niemanden beleidigt, dass man sachlich bleibt und so weiter und so fort. Allerdings hat es natürlich auch bei mir dazu geführt, dass ich nochmal in mich gegangen bin. Mir gedacht habe, okay, vielleicht ist da ja doch was dran, habe nochmal alles ein bisschen so durchdacht. Komme aber die letzten ein, zwei Wochen, obwohl ich relativ viel und intensiv überlegt habe, zu keinem anderen Schluss. Und das werde ich heute euch noch einmal kurz erklären. Ich fasse nochmal so ein bisschen meine Beweggründe, warum ich denke, dass das alles ziemlich bald im Bach runtergehen wird, zusammen. Ich fange jetzt hier gleich mal an mit dem Thema Untercontent. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Paraiba diese Option weiterhin verfolgt oder zumindest verfolgt hat, dass man mehr Rendite aus seinem Kapital herausschlagen kann, wenn man Unteraccounts anlegt. Also das heißt, wenn man eine der hinterlegten Strategien, ich glaube 6 oder 7 verschiedene Strategien sind, bei denen man einfach sich selbst sozusagen als Werber behandelt und somit dann über die zusätzlichen Gutschriften, die dann die Konten unter einem erwirtschaften, einfach eine höhere Rendite erwirtschaften kann. Und ich frage mich immer wieder, wie erwirtschaftet Paraiba aufgrund einer höheren Anzahl von Unterkonten mehr Rendite? Das macht doch absolut keinen Sinn, einfach nur aufgrund von weiteren Unterkonten, auf denen dann zusätzliches Kapital angelegt wird, eine höhere Rendite, also eine relativ höhere Rendite auszuschütten, als wenn man nur ein Hauptkonto hat. Habe ich nie nachvollziehen können, hat mir auch noch niemand erklären können, warum das so ist und welcher tatsächliche Sinn dahinter steht. Und deswegen ist es für mich ein großer Punkt, wo ich sage, boah, tue ich mir echt schwer, das zu rechtfertigen. Nummer 2. Inzwischen wurde ich auch aus dem offiziellen Paraiba Telegram-Kanal gebannt. Finde ich etwas komisch. Sie hätten ja Größe zeigen können und Kontakt mit mir aufnehmen können, sodass sich das Thema oder dieses eventuelle Missverständnis aus der Welt hätte schaffen können. Ich bin ja der Letzte, der auf sein Recht pocht, beziehungsweise darauf pocht, Recht zu haben. Mir ist es grundsätzlich egal, ob ich Recht habe oder nicht. Ich will die Wahrheit erfahren. Und wenn ich mich täusche, dann kann ich mich auch ohne Probleme dafür entschuldigen. Wie ihr vielleicht in einem vorherigen Video schon gesehen habt, bei Trust Your Universe, da war es ja genauso. Mir ist es einfach wichtig, meine Community vor Schaden zu bewahren. Und alles andere ist mir eigentlich egal, weil mein Ego nicht mehr so groß ist, als dass ich einfach an dem, was ich früher mal gesagt habe, festhalten muss und dann nicht mehr meine Meinung ändern kann. Wenn mir jemand wirklich plausibel erklärt, wie das funktioniert, bin ich zu allem bereit. War jetzt nicht so. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch, weil zudem ja in diesem Telegram-Kanal auch nicht gepostet werden konnte. Das heißt, ich hätte ja da nicht mal meinen Unrat veröffentlichen können, sondern es ging ja nur darum, dass ich Neuigkeiten lesen kann. Aber ja gut, wird mit Sicherheit schon einen Grund gegeben haben. Ich möchte jetzt einmal nochmal auf dieses Thema Ausschüttungen bzw. Gewinnhöhe zurückkommen. Ja, und hier habe ich jetzt ein bisschen tricksen müssen. Ich hatte ja gerade eben schon erwähnt, dass ich keinen Zugriff mehr auf die Telegram-Post habe. Ich habe aber glücklicherweise, als ich mein Video aufgenommen habe, genau das hier auch beleuchtet. Ja, und ich habe immer wieder auch gesagt, dass ich mich hierauf beziehe, also dass ich mich nicht auf irgendeinen Fremdkanal oder irgendwelche anderen Aussagen von Mitgliedern beziehe, sondern auf das, was im offiziellen Paraiba-Kanal eben gesagt wurde. Und wenn wir jetzt hier uns mal die zweite Frage angucken und im letzten Absatz das noch einmal durchlesen. Ist der Kurs nach Ablauf der ersten Savingszeit bei beispielsweise 25 Cent, so werden die 2 Millionen Trillion Token aus ursprünglich 100.000 Dollar dann 500.000 Dollar wert. So wie mal ist klar. Vorher ist glaube ich, mit 5 Cent sind wieder die Berechnung mit 5 Cent ausgegangen. Das sind dann 5 Cent 100.000. Wenn sich dann der Coinpreis verfünffacht auf 25 Cent, sind natürlich die 100.000 500.000 US-Dollar wert. Das ist einmal klar. Gibst du diese dann, also nach Ablauf,
der Bindung nochmal ins 12-monatige Saving erhältst du 4.807 US-Dollar pro Woche fix für 52 Wochen. Und hier wird jetzt impliziert, dass mit dem steigenden Tokenpreis 4.807 Dollar pro Woche, also das Fünffache von den ursprünglich 961 US-Dollar pro Woche ausgeschüttet wird. Und hier wird ja jetzt ganz klar kommuniziert, dass mit steigendem Tokenpreis auch die Gewinne steigen. So, jetzt müssen wir uns das mal einfach überlegen, was das bedeutet. Ich habe mir nämlich verschiedene Szenarien einfach mal angeguckt, bei denen ein steigender Tokenpreis steigende Gewinne bedeuten könnte. Und wie gesagt, ich bin nicht auf die Lösung gekommen. Gucken wir uns mal Gym Network an. Unterstellen wir einfach mal ein Staking-ähnliches Konstrukt, bei dem man einfach Liquidität zur Verfügung stellt und über die Liquidität zur Verfügungstellung Rewards bekommt. Nichts anderes wäre es ja, wenn es ein Staking-ähnliches Konstrukt wäre bei Trilland, indem man den Value Token zur Verfügung stellt, sogar über eine gewisse Laufzeit fix. Ja? Das wäre in diesem Fall zum Beispiel 12 Monate gewesen. Das heißt, wenn wir hier mal die Analogie von einem Vault nehmen, dann würde das quasi der Value Token Vault sein, ja? Bei dem wir zum Beispiel 1,85, machen wir mal diese Analogie weiter, 1,85 Value Token zur Verfügung stellen. So, dann bekommen wir pro Intervall zum Beispiel 3,4 Pay-Token, wie er auch immer heißen mag, ja, gut geschrieben. So, das wiederum ist eine gewisse Rendite pro Jahr. Ne? Mit den 48 passt das ja schon relativ gut zu den ursprünglich angesagten 50%. So, jetzt überlegen wir mal. In welchem Szenario steigt denn hier die API? Steigt das, wenn der Value-Token hier an Wert gewinnt? Nein, das tut es nicht. Wie ihr hier bei Gymnet auch wisst, wenn ich jetzt 1,85 BNB in dem Vault drin habe und die BNB sind einmal 400 US-Dollar pro BNB-Wert und einmal 200 US-Dollar pro BNB. Wird hier die Emissionsrate meines Gymnet-Tokens pro Tag oder pro Woche oder pro Monat, ist ja egal, nicht verändert. Ich bekomme immer diese 3,464 Gymnet-Token pro Tag. Das wird sich maximal reduzieren, wenn die Emissionsraten, gesteuert von der Blockchain, sich ebenfalls reduzieren. Ja? Dann wird im Zuge dieser Tatsache bei gleichbleibenden Reward-Token-Preis die API, sprich die Rendite, geringer. In welchem Szenario könnte denn die API steigen? Und das ist auch relativ einfach zu beantworten, wenn der Token-Preis des Reward-Tokens steigt. Also das heißt, wenn Gymnet hier zum Beispiel sich von momentan 7 Cent auf 7 Euro entwickelt, ja, dann ist das natürlich die 100-fache Rendite. Dann würde hier zum Beispiel 4.800% dran stehen, ja, weil ich trotzdem über die gleiche Emissionsrate einen höheren Gegenwert meiner Gymnet-Token bekomme. Also das heißt, wenn der zur Liquidität zur Verfügung gestellte Coin oder Token, in dem Fall ist das der Value-Token, steigt, dann hat das keine Auswirkung auf die Rendite dieses Stakings. So, jetzt gibt es aber noch mal eine Möglichkeit. Und zwar, wenn wir uns mal die Analogie DealX angucken. Bei DealX ist es ja so, dass ihr einen Token kauft, den in das Reward-Programm reinsteckt und darüber dann eure Rewards erhaltet. So. Bei DealX ist es so, dass dieser DealX-Token lediglich eine Verkörperung eines Anrechts auf die Gewinne des Unternehmens darstellt. Das bedeutet, wenn ihr den DealX-Token gekauft habt, dann seid ihr berechtigt, einen Anteil der Gewinne bzw. Umsätze oder Provisionen, die über die damit verbundene Exchange generiert werden, ausgeschüttet bekommt. Und das müssen wir uns wiederum fragen, was passiert, wenn der Tokenpreis von DealX steigt oder sinkt. So. Eure Einlage, die ihr in den DealX-Tokens natürlich eingelegt habt, die steigt und fällt mit dem Preis des Tokens. Wird aber mehr Gewinn oder werden mehr Provisionen an der Börse, an der Exchange erzielt, an denen ihr ja beteiligt werdet, wenn der Coinpreis steigt oder sinkt? Nein, das tut es nicht, weil deswegen werden ja nicht mehr Handelsgeschäfte auf der Börse vorgenommen. Das heißt, in diesem Fall ist der Tokenpreis oder ist es mit einem steigenden Tokenpreis nicht zu rechtfertigen und nicht zu erklären, warum jetzt auf einmal mehr Gewinne ausgeschüttet werden. Und das ist bei Paraiba ja anders. Wenn wir uns einfach noch einmal vergegenwärtigen, wobei, Moment, das war jetzt nicht bei Paraiba, sondern bei Trilland wird es ja so sein. Wenn wir uns einfach noch einmal vergegenwärtigen, wie das vorher war. Wir hatten ja Euros in unserem Konto drin und der Gegenwert der Euros wurde mit zum Beispiel 0,3% am Tag verzinst. Jetzt geht es aber in den Kryptobereich rein. Ne? Also das heißt, die Kryptowährung, also der Value Token, ist ja nur ein Platzhalter für das Anrecht an den Gewinnen. Der Value Token, der kann ja selbst nicht investiert werden. Das heißt, wenn der Wert des Value Tokens steigt, nützt das Trilland ja erstmal überhaupt nichts, weil die mit diesem
gestiegenen Wert nirgendwo, wo reelle Renditen erwirtschaftet werden, mehr erwirtschaften können, weil der Value Token nirgendwo in irgendwelche Trading-Programme, also in Forex, in Aktien, in Rohstoffe, ja nicht investiert werden kann. Der Value Token ist lediglich ein Platzhalter für das Recht an den Ausschüttungen. Und diese Gewinne, die müssen ja irgendwo herkommen. Ich habe weiterhin auch niemand getroffen oder mit niemandem kommuniziert, der inzwischen bestritten hat, dass die Gewinne woanders herkommen als bisher. Also aus Trading, Immobiliengeschäften, Marketing, Fanshop und so weiter und so fort. Was haben also die Trading-Gewinne von Trilland mit dem Tokenpreis zu tun? Ich kann beim besten Willen keine Verbindung diesbezüglich herstellen und muss leider bei dem bleiben, was ich gesagt habe, dass es für mich höchstwahrscheinlich nach einem Schneeballsystem aussieht. Und selbst wenn es kein Schneeballsystem ist, dann sage ich euch, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Weil, wenn der Umstand weiterhin so aufrechterhalten wird, dass bei steigendem Tokenpreis, bei steigendem Coinpreis des Value Tokens höhere Gewinne ausgeschüttet werden, dann kann das über lange Zeit nicht gut gehen, weil der Kurs des Tokens oder des Value Tokens, des Value Coins, nicht 1:1 mit den Gewinnen, die das Unternehmen erwirtschaftet, skaliert werden kann. Okay, das soll es jetzt an dieser Stelle mal gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht und wenn ja, warum ihr das anders seht. Bisher habe ich immer nur in den Kommentaren zu 98% gelesen, dass ich ja keine Ahnung habe, aber mir wurde nie begründet, warum ich keine Ahnung habe, warum das, was ich gesagt habe, nicht stimmen kann, sondern mir wurde immer nur auf eigenartige Weise erklärt, dass ich das falsch sehe, dass ich zu wenig Vertrauen habe und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist einfach nicht meine Art. Ich kann, und das ist vielleicht auch in gewisser Weise eine Schwäche von mir, wenig vertrauen. Ich will es wissen, ich will es verstehen, nur dann kann ich mir wirklich sicher sein, dass das, was ich tue, auch die Konsequenzen nach sich zieht, die ich erwarten kann. Allerdings werde ich auch jetzt in den nächsten paar Wochen, wenn mein Guthaben noch ein bisschen mehr angestiegen ist, um dann den Betrag auch nicht allzu niedrig zu halten, eine Auszahlung anstoßen und werde dann selbstverständlich darüber berichten, ob sie angekommen ist. Und wenn sie angekommen ist, dann werde ich das natürlich ebenfalls euch sagen, weil wie gesagt, mir geht es nicht darum, ob ich Recht oder Unrecht habe. Ich will einfach die Wahrheit erfahren und wenn sie weiterhin auszahlen, dann ist das ja in Ordnung. Aber wie gesagt, weiterhin kein Garant dafür, dass es noch ewig so weitergehen wird. Gut, damit soll es jetzt auch belassen werden. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Ich habe es wirklich konkret ausgeführt, so konkret es mir möglich war. Passt meines Erachtens hier weiterhin bitte sehr, sehr auf. Das geht meines Erachtens wirklich nicht gut aus und wir sollten da wirklich in den nächsten Wochen und Monaten extrem wachsam sein, was da alles noch an Details ausgespuckt wird. Wenn das weiterhin so belassen wird, wie auch offiziell kommuniziert wurde, dann bin ich mir sicher, dass das nicht funktionieren wird. Ich hoffe, das Video hat nochmal ein bisschen Klarheit gebracht. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn meine Argumentationen schlüssig für euch waren. Lasst aber auch gerne Kommentare da, wenn es nicht so sein sollte. Ich habe auch noch viel zu lernen und bin immer froh, über Informationen, die mir nicht zur Verfügung stehen oder die ich eventuell falsch interpretiert habe. Ich überprüfe das für mich dann noch einmal und dann werden wir sehen, wo die ganze Sache hinführt. Ich sage wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in etwa 2 Tagen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. Ciao.